Salam alaikum, liebe Brüder und Schwestern, und ein Hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. Der Geist der Wahrheit, den Jesus prophezeit hat, er ist gekommen, er hat seine Mission vollendet, er hat den Menschen die Botschaft im Namen Gottes überbracht, und er verweilt heute und jetzt unter uns. Es gibt keinen Namen, der am Tag so oft erwähnt wird wie der Name Mohammed. Der Prophet Mohammed, alayhi salatu salam, ist in aller Munde, bei den Anhängern wie bei den Gegnern, auf der ganzen Welt. Rund um die Uhr. Rund um die Uhr auf der ganzen Welt. Der Name Mohammed ist in allen Herzen. Sowohl bei den Anhängern wie auch bei den Gegnern. Wir sprechen seinen Namen 1,5 Milliarden Menschen. Jedes Mal, wenn wir die Schehada aussprechen, jedes Mal, wenn der Gebetsruf ertönt, jedes Mal im Gebet, jedes Mal, wenn die Gebetswaschung beendet ist. Er ist der prophezeite Gesandte Gottes, für den jeden Tag gebetet wird, den man täglich segnet. So wie Prophet Suleiman es im Psalm 72 über den Fürsten des Islam prophezeit, was kommen wird. Dass alle Welt täglich ihn segnen wird. Wir segnen ihn jeden Tag. Und jedes Mal, wenn wir seinen Namen aussprechen, sprechen wir den Segensgruß. Den Segens- und Friedensgruß. Jesus hat diesen gewaltigen Propheten prophezeit, der nach ihm kommen wird, die Welt überführen wird, dass Jesus wahrhaftig in Gerechtigkeit zu Gott gegangen ist und eben nicht ungerecht gekreuzigt. Und dass er die Welt strafen wird über die Sünde, dass sie nicht an Jesus glauben, ihn nämlich zum Gott gemacht haben. Und über das Gericht, das die Menschen für zweitrangig erachten, die nicht Muslime sind, die sich selbst die Erlösung gebastelt haben mit dem Kreuztod und das Gericht nur noch als Formsache sehen. Aber Jesus sagt, der nach mir kommt, wird die Augen öffnen, die Welt überführen über das Gericht. Das Gericht, in dem der Teufel gerichtet ist und jeder, der ihm folgt. Und wer folgt dem Teufel? Der sich Gott widersetzt. Der Kleinste im Himmelreich sein will und noch kleiner. Und letzten Endes in der Hölle. Und was sagte Jesus? Wie wird man der Kleinste, indem man nur das kleinste Gesetz auflöst. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Wer es aber auflöst, wird der Geringste sein im Himmelreich. Paulus hat sie alle aufgelöst. Mit viel Liebelei und Duselei hat er genau das getan, wovor Jesus gewarnt hat. Er hat mit dieser Liebelei die Menschen geblendet. Da sie meinten, jemand, der so liebevoll daherkommt, kann ja nur gut sein. Doch Jesus warnte, dass sie da kommen werden, mit Engelszunge zu reden, aber inwendig sind es reißerische Raubtiere, so wie Paulus eben genau war. Er hat gewarnt, aber die Warnung haben sie nicht gehört.
Er hat gesagt, ich, der im Namen des Vaters gekommen bin, ihr nehmt mich nicht an. Sie haben seine Umma, Isa, Jesus, nicht angenommen, Isa alayhi salam, Friede sei auf ihm. Sondern sie haben den genommen, der im eigenen Namen gekommen ist, von dem der Apostel Johannes gewarnt hat, der Antichrist, der ist schon unter uns. Er war einer von uns, er ist gegangen und war unter uns. Damit charakterisiert er genau, dass er zur Zeit der Jünger da ist. Er war eh unter ihnen und ist gegangen. Der Apostel Johannes ist kein Denunziant. Er sagt nicht, das ist der Paulus, sondern er umschreibt es, damit jeder in seiner Zeit weiß, wer es ist, wer gemeint ist. Weil der Apostel Johannes sagt, er war unter uns und ist von uns gegangen und alle wussten, wer gemeint ist. Natürlich war dies auch eine Sprache, um sicher die Nachricht zu verbreiten. Denn nach wie vor war Paulus einflussreich. Und hätte er das direkt gesagt, hätte er um sein Leben bangen müssen. Der gewaltige, gefährliche Paulus. Mit Engelszunge redend, aber reißerisch wie eine Bestie. Jesus hat davor gewarnt und hat auch deutlich gemacht, wie man die falschen Lehren erkennt. Wenn jemand lehrt, Gottes Gesetze aufzulösen, nicht zu ersetzen, sondern aufzulösen, komplett aufzulösen. Paulus hat keinen Ersatz. Paulus löst auf und spricht nur noch von Erlösung und sagt, dass der Kreuztod die Erlösung ist und der Ersatz für alles, was Gesetz angeht. Gesetze seien ja gar für Schwerverbrecher und durch das Gesetz würde man nicht gerecht, sondern stände unter einem Fluch. Und Jesus selbst sei zum Fluch geworden. Doch der Geist der Wahrheit, der gekommen ist, hat die Menschen aufgerüttelt und ihnen die Wahrheit gebracht. Und tagtäglich ist die Wahrheit in uns, in unserem Herzen. Der Prophet Mohammed, alayhi salatu salam, lebt durch jeden Muslim und jedem, der zum Islam kommt, um einen weiteren Menschen auf. Das Licht, das mit ihm gesandt wurde, verbreitet sich mit jedem, der zum Islam kommt, weiter. Der Prophet Mohammed, alayhi salatu salam, ist allgegenwärtig. Allgegenwärtig im Herzen, in der Überzeugung und als Lebensführung für 1,5 Milliarden Menschen. Es ist ein Wunder. Nach über 1400 Jahren ist der Prophet Mohammed, alayhi salatu salam, so gegenwärtig, als wäre er erst gestern verstorben. Wie viele Menschen, die bedeutungsvoll sind, die der Gesellschaft viel bedeutet haben, sind gestorben und haben nicht einmal einen Bruchteil, wenn man das überhaupt sagen kann. Man müsste sagen, ein Atomteil von Anerkennung, die der Prophet Mohammed, alayhi salatu salam, genießt. Über 1400 Jahre nach seinem Tod. Wie viele Menschen, die bedeutungsvoll für die Gesellschaft waren, sind in Vergessenheit geraten. Wie viele Feldherren, die erfolgreich waren, sind in Vergessenheit geraten. Werden ab und zu erwähnt. Aber der Prophet Mohammed, alayhi salatu salam, in Erfüllung aller Prophezeiungen in der Bibel, täglich betet man für ihn, täglich segnet man ihn. Und durch seinen Namen ist man durch die Shahada gesegnet. Und rund um den Erdball, jede Sekunde, ertönt sein Name. Wie Jesus, wie Isa a.s. es prophezeit im Evangelium, er wird ewiglich bei euch bleiben. Jeder, der diesen Weg annimmt, den Geist der Wahrheit aufzunehmen und den Geist der Lüge zu verlassen, wird diesen Geist der Wahrheit in sich tragen und immun sein gegen den Geist der Lüge. Das erleben wir, wenn Christen zum Islam kommen, überzeugte Christen, die bis dahin voller Energie an Kreuztod geglaubt haben, an die Erlösung durch den Kreuztod, an Jesus als Gott. Wir erleben es, wenn diese Menschen die Augen geöffnet werden, wenn sie zum Islam kommen. Wir erleben, wie sie dann die Vergangenheit betrachten und selber sagen, sie waren blind und können jetzt sehen. Und begreifen und fühlen, was sie im ganzen Leben zuvor nicht gefühlt haben. Nachdem sie die Shahada sprechen, beginnen diese Menschen zu weinen. Und doch ist es,
Ein Satz, ein Glaubensbekenntnis. Aber dieser Satz ist viel mehr. Denn wie heißt es in der Prophezeiung, in der Bibel, durch seinen Namen werden alle Völker und jeder Einzelne, der diesen Weg einschlägt, gesegnet sein. Und man spürt es, wenn diese Menschen die Shahada sprechen, um in Islam zu kommen, einzutreten, dass sie überwältigt sind, dass sie weinen und dass sie etwas fühlen, was sie so zuvor noch nie gefühlt haben. Viele von ihnen sind so ergriffen und begreifen dann plötzlich die Prophezeiung Jesu, was es heißt, der Geist der Wahrheit wird in euch sein. Denn Jesus sprach nur zu den Kindern Israels. Aber auch sie sind aufgefordert, den Islam anzunehmen, damit der Geist der Wahrheit in ihnen ist. Warum? Ganz einfach. Weil seine Umma hat ihn, Jesus, nicht angenommen, sondern sie haben jemand angenommen, der in seinem eigenen Namen gekommen ist. Deswegen prophezeit Jesus. Wenn aber jener Geist der Wahrheit kommt, dann werdet ihr ihn daran erkennen, dass er der Welt die Augen öffnet wird, überführen wird, ja strafen wird, dass Jesus in Gerechtigkeit zum Vater gegangen ist. Dass es diese ganze Kreuztodgeschichte überhaupt nicht gibt, die Opfertodlüge. Und wenn die Christen sagen, dass Gott damit, was immer als Argument vorbringen, die Menschen reingelegt hätte. Nein, der Mensch hat sich selber reingelegt. Denn Jesu Worte im Evangelium haben sich ja nicht dadurch verändert. Die Menschen haben die Geschichte darum herum gebaut. Selbst wenn in ihren Augen es erschien, als ob Jesus am Kreuze hing, so sind seine Worte unverändert. Er hat ganz klar für die Zeit danach gesprochen. Für alle Menschen, die diese Botschaft lesen, dass sie begreifen, wer auch nur eines der kleinsten Gesetze auflöst, ist der geringste im Himmelreich. Anders gesprochen, wer also dem folgt, der im eigenen Namen kommt, nämlich Paulus und seine Opfertodlüge, und das als Rechtfertigung nimmt, auch nur eines der kleinsten Gesetze Gottes aufzulösen, und Paulus löst sie alle auf, der ist nicht erlöst, sondern der ist der geringste im Himmelreich. Damit greift Jesus vorweg, damit niemand auf diese Falle desjenigen reinfällt, der mit Engelszunge redet, aber inwendig ist es ein reißerisches Raubtier, Paulus. Nein, die Christen, die zum Islam kommen, sie spüren den Geist der Wahrheit. Sie lieben den Geist der Wahrheit. Und viele von ihnen, wenn man sie fragt, was nun denkst du von dem Propheten Mohammed, alayhi salatu salam, dann sagen sie, sie lieben ihn, wo sie ihn früher gehasst haben, und als Antichristen gar gesehen haben, sagen sie, sie lieben ihn. Und sie lieben alle Propheten. Und die Liebe zu Jesus ist unverändert, aber die Liebe zu dem Propheten Mohammed, alayhi salatu salam, ist aus unerklärlichen Gründen größer. Obwohl wir ihnen dann sagen, wir dürfen keinen Unterschied zwischen den Gesandten machen, kommt es automatisch, desto mehr sie erfahren und begreifen, dieses Licht in sich aufsaugen, einnehmen, diese Geist der Wahrheit in ihrem Herzen verankern, dass die Liebe zum Propheten Mohammed alayhi salatu salam so groß ist, weil sie erkennen den Geist der Wahrheit. Und sie erkennen, wie ungerecht sie mit diesem Licht Gottes verfahren sind zuvor. Und in dieser Reue steigt die Liebe zu diesem Gesandten Gottes. Der aber als Geist der Wahrheit den Menschen hinterließ, übertreibt nicht. Ich bin nur ein Diener Gottes. Übertreibt nicht, betet nur Gott an und macht mich nicht zu einer gottähnlichen Figur. Ich bin nur Diener und Gesandter Gottes. Das ist der Geist der Wahrheit, der im 21. Jahrhundert allgegenwärtig ist, über 1400 Jahre nach seinem Tod, genauso gegenwärtig ist, als wäre er gestern gestorben. Nichts von ihm ist in Vergessenheit geraten. Sein Leben liegt vor unseren Augen in unzähligen Überlieferungen, wovon wir natürlich immer auch begreifen müssen, dass vieles von dem nicht wahr ist, was dort überliefert ist. Aber wir haben den heiligen Koran, Gottes Wort, als Maßstab, als El-Furqan, Wahrheit und Lüge zu trennen. Alhamdulillah. Und damit einen Maßstab. Und damit ein gewaltiges Licht, das uns zum Ziel führen möge. Mit dem Geist der Wahrheit im Herzen.